Da hopst daher. Grüß dich. Cool, dass wir uns endlich mal schön mal am Wasser treffen, hier in Punat. Und ja, der Grund, weshalb wir hier auf dem Boot sind, von freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Into the Blue Sailing Academy, von der Segelschule, mit der wir auch zusammenarbeiten. Aber du willst uns heute mal ein bisschen was zeigen. Und zwar geht es ja darum, wenn du auf eine Charterjacht kommst, hast du ja in der Regel, und es ist ja inzwischen immer so, dass du deine ganzen Bordinstrumente hast. Kartenplotter, was gehört alles dazu? Was hat man normalerweise auf dem Schiff an Instrumenten? Na gut, ich meine, Kartenplotter, das ist ja so das Herzstück. Die meisten Schiffe haben noch einen Autopilot mit verbaut, was einfach ein Komfort ist, vor allem wenn man ein bisschen länger unterwegs ist. Funkgerät, das sind so die Basics. Dann gibt es natürlich für den Autopilot noch ein Autopilot-Steuerungsinstrument. Für den Wind gibt es noch eine extra Anzeige. Und natürlich, nicht vergessen, die Windinstrumente und der Windgeber. Den habe ich jetzt als Standard schon mitgerechnet, darum habe ich den jetzt fast vergessen zu erwähnen. Ja gut, wie du aber schon sagst, das ist ja echt inzwischen Standard. Das heißt, du kommst als Chartergast auf das Schiff und ja, jetzt hast du deine Instrumente da. Und du sagst ja, und das macht ja tatsächlich auch Sinn, diese Instrumente sollte man ja am Anfang, wenn man auf das Schiff geht, erst einmal einstellen, sich mal einen Überblick drüber machen. Da gibt es ja so ein paar Kniffe, es gibt auch so ein paar, leider Gottes, Fehler, die man machen kann, die dann echt auch verheerend sein können. Und du zeigst uns jetzt einfach mal, wie man da vorgehen sollte, wenn man auf sein Charterschiff kommt. Genau, wir gehen jetzt einfach mal die Instrumente durch. Es ist ja oft die Situation, man kommt auf das Boot, manchmal prüft der Vercharterer noch die Instrumente und stellt es auf eine Standardeinstellung zurück, manchmal auch nicht, dann kommt man drauf, dann ist vielleicht die Sprache verstellt oder die sind einfach nicht so eingestellt, wie man sie möchte, fehlt auf einmal wieder die Tiefe. Und wenn man das davor nicht prüft und man hat dann halt die Situation, dass man die Stresssituation Hafen ein- oder ausfahrt, und dann beschäftigt man sich mit und auf einmal sind lauter Tracks irgendwie eingezeichnet und man sieht gar nicht mehr gescheit, wo man jetzt genau hin will. Also da gibt es so ein paar Einstellmöglichkeiten, die wir jetzt zusammen durchgehen. Ich bin gespannt. Mir bringt es auf jeden Fall auch was. Wir gehen gleich mal vor und schauen uns das an. Ja, herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier im Cockpit von einem 40-Fuß-Katamaran. Und als erstes werden wir jetzt ein bisschen durchgehen, was ist überhaupt in diesem Cockpit vorhanden. Und ja, fangen wir an hier mit dem Kartenplotter. Ich schalte die Geräte dann auch gleich mal ein nebenher. Neben dem Kartenplotter jetzt hier oben, das ist jetzt ein 7 Zoll Instrument, haben wir hier unten noch das Instrument für den Autopilot. Da kann ich den Autopilot entsprechend mit bedienen, wenn wir dann draußen sind. Das ist das GHC20. Haben wir hier das GMI20. Das ist ein Anzeigeinstrument, wo ich die ganzen NMEA 2000 Daten, die im Netzwerk sind, mir entsprechend anzeigen lassen kann und auch so konfigurieren kann, dass ich je nachdem, was ich brauche, dann auch das entsprechende Anzeigenfeld habe. Jetzt im Moment ist gerade die Tiefe angezeigt. Und hier unten ist noch ein dediziertes Windinstrument, das GNX Wind, das mir einfach nochmal meine ganzen Winddaten anzeigen kann. So, wir haben jetzt eine typische Situation. Ich habe ein Boot in Frankreich gechartert. Ich bin natürlich kein Franzose. Französisch kann ich auch nicht. Ich übernehme das Boot und alles ist auf Französisch. Natürlich, die Übergabe, der ist schon weg. Und jetzt muss ich erst mal schauen, wie stelle ich die Sprache auf Deutsch oder Englisch ein. Im Prinzip ganz einfach. Immer in die Mitte, dann auf Preferences und dann habe ich hier gleich die Language und kann auf Deutsch umstellen. Das heißt, ich habe mal die erste Hürde gemeistert und habe jetzt in das Menü entsprechend in Deutsch umgestellt. Was ich dann immer mache, gerne einmal in die Navigationskarte reinschauen, schauen, okay, sind die Werte, die ich da haben möchte, auch vorhanden. Zum einen haben wir hier das GPS-Tempo, Tiefe, Position und Kurs. Wenn ich die umändern möchte, das ist bei Garmin ganz leicht, dann drücke ich auf das Wert, das ich ändern möchte, bleibe da drauf und dann habe ich entsprechend hier alle Werte, die man anzeigen lassen kann und kann dann entsprechend einstellen, was ich dann auch brauche. Und dann ändert sich entsprechend auch der Wert, je nachdem, wo ich das einstelle. Ihr seht es jetzt schon hier, da hat jemand bzw. das Gerät, das zeichnet Tracks automatisch auf. Die Tracks kann ich natürlich anzeigen lassen oder ausblenden. Wenn man natürlich jetzt sehr viel das Boot gerade im Charter unterwegs ist, dann seht ihr jetzt schon hier, das sieht eigentlich aus wie ein ziemliches Durcheinander. Und
Ich persönlich mag es immer clean, bevor ich loslege, dass einfach die Werte weg sind. Da geht man auf Info, dann auf Benutzerdaten und hier sind dann die ganzen Tracks. Wir sehen jetzt auch hier nochmal, es ist voll. Ich kann jetzt die Tracks löschen und den Speicher leer machen oder ich kann die auch ausblenden. Ausblenden kann ich sie in einem anderen Menü. Gehe nochmal zurück in meine Karteneinstellungen, gehe da auf Menü, dann auf Ebenen und Mein Schiff. So, da kann ich jetzt zum Beispiel, ihr seht es jetzt schon hier, aktive Tracks werden angezeigt, die kann ich hier ausblenden lassen. Meine Schiffsebenen, was kann ich da noch anzeigen lassen? Was immer ganz, ganz gut ist, ist eine Steuerkurslinie. Einfach draufklicken, dann sieht man, es ist entsprechend aktiviert. Hier könnte ich in das Menü noch rein, dann sehe ich, okay, die Steuerkurslinie hat eine Distanz von 5 Meilen, wird dann entsprechend angezeigt. Leylines, wenn ich jetzt ein Segelboot habe und sage, hey, ich möchte ein bisschen nach Leyline segeln, das heißt, gemessen auf meine Wegpunkte, berechnet mir das System immer den optimalen Wendewinkel oder der verschiebt sich ja, wenn ich dann auch weiter in Fahrt bin und zeigt mir, wann ich wenden muss, damit ich dann auch entsprechend mein Ziel erreiche. Gut, Bootssymbol, das ist Geschmackssache, aber jetzt habe ich Leylines, Steuerkurslinie und ich habe die aktiven Tracks mal rausgemacht und ihr seht es jetzt auch, das Bild ist schon mal deutlich cleaner. So, das waren so die ersten Basics. Wenn jemand sagt, was ist denn jetzt überhaupt an Bord? Ich weiß es nicht genau. Er geht auf Einstellungen, auf System und dann Systeminformationen und Garmin-Geräte. Und hier siehst du dann alle Geräte, die jetzt im System sind. Ihr seht jetzt hier das GHC20, wo ich vorher gesagt habe, der GNT10, das ist die Windbox von der Windeinheit. Wir haben einen G-Wind, wir haben GNX20, ein 722 Plus, der Reaktor ist der Autopilot und ein Funkgerät. Und dann habt ihr auch immer kurz einen Überblick, okay, was für Geräte sind überhaupt an Bord, auf was kann ich zurückgreifen. So, ein Thema ist natürlich noch das Thema Tiefe. Welche Tiefe haben wir denn jetzt? Vor allem, wenn jetzt hier eine entsprechende Tiefe angezeigt wird. Man kann am Anfang, wenn man auf das Boot kommt, auch immer gerne noch schauen, zum einen unter Einstellungen mein Schiff. Da sehe ich jetzt erstmal, okay, was für einen Schiffstyp habe ich. Wenn das verstellt ist, wenn da zum Beispiel ein Motorboot drin ist, dann werdet ihr nie Leylines anzeigen lassen können, weil ein Motorboot keine Leylines braucht. Also hier immer schauen, wir haben hier jetzt Katamaran eingestellt, das passt also. Und dann habe ich natürlich noch das Thema Tiefe und Ankern. Wir haben hier eine Ankerhöhe von 1 Meter eingestellt, entsprechenden Ankerspielraum, der ist dann später wichtig, wenn wir den Ankeralarm auch einschalten. Da ist es dann wichtig, was für ein Ankerspielraum eingestellt ist. Und ich habe jetzt hier einen Kielversatz von 0 Metern, das heißt, es wird ab Wasserlinie dann gemessen. Noch eine andere Möglichkeit, in den Seemeilenzähler reinzukommen und ihn auch zurückzusetzen, das ist ja das, was man eigentlich mit den Tagesseemeilenzähler auch entsprechend machen sollte, ist über das Info-Menü. Also einfach Info drücken, dann habe ich hier Reisegrafiken und wenn ich jetzt hier Reise anzeigen lasse, dann sehe ich schon, gut, manche werden jetzt nie angezeigt, wenn wir nicht in Fahrt sind, aber ich habe hier zum Beispiel auch meinen Kilometerzähler und meinen Tageskilometerzähler. Wo ist der Unterschied? Der Tageskilometerzähler, der wird auch fortlaufend entsprechend fortgeführt. Und der Kilometerzähler sind die Gesamtkilometer. Gut, also wenn ich dann meine Daten zurücksetzen will, gehe ich auf Daten zurücksetzen und dann habe ich entsprechend die Werte zurückgesetzt und an meinem nächsten Tag wird dann wieder von 0 gestartet. Und so sehe ich natürlich dann jeden Tag auch sehr schön, wie viel Zeit in Fahrt, wie viel Seemeilen, wie viel Pause, was war das maximale Tempo, kann ich hier sehr schön dann mir anzeigen lassen. Das zweite Gerät, das man kurz überprüfen sollte, bevor man jetzt ablegt, ist das GMI 20. Das GMI 20 ist unser Anzeigeinstrument. Mit diesem Anzeigeinstrument kann ich alle Daten, die im Netzwerk sind, mir entsprechend anzeigen lassen. Und natürlich aus dieser Fülle der ganzen Daten muss ich dann wählen, okay, was ist jetzt für mich und für meinen Segeltorn überhaupt relevant. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wenn es Segler gibt, die mehr performanceorientiert sind, die sagen, ich will raus, ich will viel segeln, dann stellen sie sich natürlich auch entsprechend die Winddaten hier nochmal ein.
Ich für mich persönlich, mir ist immer wichtig, dass ich in kritischen Situationen, kritisch ist für mich immer, ich fahre eine Bucht ein, wo ja, die Tiefe stark abnimmt, oder ich fahre einen Hafen ein, wo relativ wenig Tiefe da ist, dann möchte ich groß die Tiefenanzeige angezeigt bekommen. Und das kann ich mir dann hier anschauen. Falls die nicht vorhanden ist, dann drücke ich die mittlere Taste, gehe auf Seite hinzufügen oder entfernen und mache Seite hinzufügen. Und hier kann ich dann jetzt wählen, möchte ich eine Funktion angezeigt haben, möchte ich zwei Funktionen oder möchte ich drei. Ich möchte immer ganz groß, ich mache immer eine Funktion, mache OK und dann kann ich jetzt hier wählen, was möchte ich. GPS, Navigation, Segeln, Temperatur, Wasser. In dem Fall wäre es eins zurück, Wasser, Tiefe. So, jetzt habe ich hier groß die Tiefe angezeigt und kann mir natürlich jetzt auf meinem Kartenplotter, da kann ich jetzt noch mir die Karte auf einer Seite anzeigen lassen und auf der anderen Seite kann ich mir zum Beispiel noch die Windrose anzeigen lassen. Das heißt, ich habe drei Sachen im Blick. Ich habe die Tiefe, die natürlich extrem wichtig ist, vor allem wenn ich irgendwo nach hinten rangehe, wo es Flachwasser kommt. Ich habe die Karte, ich kann mich da ein bisschen immer noch orientieren. Und ich habe die Windrose und sehe, woher kommt der Wind und wie stark kommt der Wind überhaupt. Und das sind eigentlich so diese drei Kombinationen, die ich mir immer einstelle, dass ich entspannt in eine Bucht oder in einen Hafen raus und reinfahren kann. Ja, cool. Das war jetzt mal sehr interessant. Zum einen der Plotter, der eingerichtet werden sollte, wenn man als Chartergast aufs Schiff kommt. Und zum anderen das GMI-20, das Anzeigemodul, das man individuell für sich selber eben zusammenstellen sollte, weil der eine will die Werte sehen, der andere andere Werte sehen. Aber es gibt ja noch zwei andere Anzeigen hier. Was ist das denn? Nur mal vielleicht ganz kurz. Also im Prinzip haben wir hier das GHC-20, das ist die Autopilot-Kontrolleinheit. Mit dem kann ich den Autopilot entsprechend dann einstellen, steuern, anschalten, ausschalten. Und dann haben wir hier unten, das ist das GNX Wind. Das ist ein Instrument, wo nochmal speziell die Winddaten dann entsprechend anzeigt und auch gern von den Seglern genommen wird. Ich würde Folgendes vorschlagen. Was wir machen, sobald wir aufs Schiff kommen, haben wir jetzt besprochen. Und diese zwei Geräte, die erklärst du mir jetzt auch und das zeigen wir dann in der zweiten Folge. Vielen Dank erstmal soweit, Jan. Danke dir.